So, ein wunderschön herzlich willkommen zu mein Test, Folge 3 oder so. Heute schauen wir, also in der Folge, oder doch heute, gucken wir uns mal das Ding hier an. Der U-Bahn. Aber ich muss natürlich auch erstmal euch hier freischalten, damit ihr auch was seht. So, also wir gucken uns das Ding hier an. Der krass U-Bahn. Hier waren wir bereits. Das war Tennis Station, genau. So, und hier Richtung Karsthafen. Da gab es noch eine Richtung. Da waren wir. Wir waren. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Waren wir in der Richtung oder waren wir hier überhaupt schon? Ich habe keine Ahnung. Wir folgen einfach mal der Strecke und gucken mal, wo wir hier rauskommen. Oh nee. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. An diesen Abbruch kann ich mich nicht erinnern. Ein bisschen Bunnyhopping. Doink, 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 doink. Yay! Ja, danke dafür. Meine Maus mag mich nicht mehr. Jetzt habe ich mich rotiert. Da muss ich hin. So verrückt hier alles. So, wo sind wir denn hier? Wir sind Königsdorf. Ost. Was ist das für eine lange Treppe hier? Holy shit. Interessant. Königsdorf. Wir werden bereits erwartet. Krass. Ah ja, hiervon habe ich tatsächlich schon Bilder gesehen bei MyTest Forum. Mit diesen riesigen Straßen hier. Alter, hier ist ja mit diesen World Edit Artefakten echt super groß, super heftig. Holy moly. Sportplatz. Übrigens Solaris, hier wegen diesen Streifen, ne? Da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar musst du da Fixed Light hier und dann. Also, ne, Fixed Light fixt halt das Licht, fixt halt das Licht. Hier sagt, dass du es da machst, wo du gerade bist, und das ist halt der Radius. Und wenn du das machst, sind die Streifen weg. Das ist krass korrekt. Jetzt wird es gerade dunkel, ernsthaft. Danke. So, hier zum Beispiel, ne, siehst du halt diese Streifen und du kannst da einfach so Fixed Light machen, bam, und sind die Streifen weg. Ne, so als kleiner Tipp. Das Problem hier dran ist irgendwie, ne, natürlich, dass das Ganze halt viel zu groß geraten ist. Ich meine, wenn man bedenkt, wie groß ich bin und wie breit diese Straße hier ist. Ich meine, bei der Straße geht es eigentlich sogar noch, ne, so Verhältnis. Ich meine, eine echte Straße ist ja so ungefähr so 5 Meter breit. Ne, so, ich weiß gar nicht, vorgegebene Spurbreite ist mindestens 5,50 Meter oder irgendwie sowas. Und da ist das eigentlich schon relativ nah dran. Aber die Häuser, die sind halt viel zu groß und, andererseits muss man es natürlich auch so machen, damit man die ganzen Details abbilden kann. Aber schöne Allee. Holy moly. Gefällt mir. Kann ich mal so ein Gebäude mal betreten? Ich hoffe, mal betreten ist nicht verboten. Hallihallo. Bin zu Hause. Hallo? Ja, man sieht hier gar nichts. Ich wurde betrogen. Von wegen Balkonaussicht und sowas alles. Ah, hier ist mal schon ein bisschen mehr. Nice. Okay. Ah, hier ist eine Tür. Sehr nice. Sieht schon schnick aus. Sieht schon echt schnick aus. Dann gehen wir mal wieder runter. Also man sieht schon, ne, so innerhalb der Gebäude ist natürlich jetzt so ein bisschen so nicht ganz so krass übertrieben geil wie jetzt von der Straße aus. Die beste Aussicht hat man halt, wenn man im Garten ist. Wo bin ich hier gerade? Hallo? Ich wollte eigentlich auf die Straße. Da. Ne? Von außen sehen die Gebäude natürlich halt viel krasser aus, wenn man sie so als Ganzes sieht. Schon geil. Da hinten ist eine Brücke.
Hey, yay, yay, yay. Erinnert mich so an die, ach du Kacke, ich will einen Kran. Es ist ja so wie die U1 in Berlin, ne? Die fährt ja auch so auf so einer überirdischen Trasse. Mit Parktaschen. Nice. Ich will auf diesen Kran rauf. Komm her. Los, ich muss da rauf. Schnell. Das ist mir viel zu langsam. Krass korrekt. Ah. Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Hehehe. Wow. Willkommen im Tagebau. Meine Damen und Herren, wir haben Grundwasser erreicht. Oder auch Abwasser. Oder das Wasser wird abgesaugt. Das kann natürlich auch sein. Ob der wohl von lieb her ist? Yay, die Aua. Ich bin verletzt. Ein Kran aus Wolle. So ein Kran wollte ich schon immer mal haben. Schon geil, ne? So die Aussicht so. Nice. So, hier kommen wir. Ah, in die Kabine, genau. Weiter hoch geht's gar nicht. Normalerweise hat man doch immer noch so eine Leiter, die oben aufs Gestänge rauf geht. Also jetzt bei echten Kränen. Muss man ganz kurz gucken hier. Kommt man da irgendwie rauf? Nee, ne? Sieht ehrlich so aus. Dann machen wir mal so hier. Yay. Gut, okay. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Machen wir so hier. Easy. Oh, ich bin nicht schwindelfrei. Oh, Mami. Bäh. Hier müssen wir mal so was unten rein machen und dann einfach hier so runterspringen, so 300 Meter Turm. So. Das denn da alles? Gucken wir gleich mal nach. Das ist hier auch ein Riesengebäude. Alter Schwede. Oh Gott, ich mal hier runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui, Amerika. Upsi, wow. Ey, wir haben Lava gefunden. Lava. Was ist das denn da hinten, Alter? Holy moly. Kommen wir hier raus? Ich komme raus. Ist doch schon krass. Krass monumental hier. Ja, Klischee. Ah, ihr lügt mir am Arsch. Das ist ja nun echt nicht verkehrt hier. Alter, so richtig unterirdisches Kanalisationssystem. Guten Tag, wie sind die Berliner Wasserbetriebe? Zu mit dir. Sonst fällt da noch ein Neugeborenes rein. Die Frage ist. Ist hier noch irgendwie was, wo es runter geht? Nee, ne? Was war denn das, was wir gerade gesehen haben durch den Boden? Ah, okay. Das sind bloß Überbleibsel von World Edit. Das sind krass Überbleibsel von World Edit. Na gut. Wir werden sterben. Erstmal hier den Friedhof unsicher machen. Sie starben alle in Reih und Glied. Die Pflanzen gehören aber nicht hin.
Nein, hier starrt Mr. White und hier Mr. Yellow und hier Mr. Violet und hier nochmal Mr. White und nochmal Mr. Yellow und alle starren hier drunten mal. Okay. Alter. Nice. Wow. Wow. Okay, das ist mal Kontrast. Das sieht hier mal geil aus. Okay. Holy moly. Also im Vergleich zu dem Friedhof hier sieht der ja mal sowas von geil aus. Okay, also die Atmosphäre hier gefällt mir. Die ist geil. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Okay, hier geht's hoch. Ah, das im Boden steckende Schwert oder der Pfeil, der nach oben zeigt. Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Okay. Ja, gut. Was ist das? Ein Gebilde. Wir belassen es mal bei, es ist ein Gebilde. Gehen wir mal lieber hier wieder in den Friedhof rein. Upp. Schöne rote Rosen. Yay. Ist schon geil. Aber so Grabsteine hätte man ja auch wunderschön so aus Obsidian oder so Schnee machen können, ne? Diese Marmorstruktur oder sowas, ne? Oder halt Obsidian, da ja auch sehr viele Grabsteine so schwarz sind. Alter. Also das hier mit diesem Mostly Cobblestone ist schon echt krass. Das sorgt gleich mal richtig für Atmosphäre hier. Ist schon nicht schlecht. Da hinten geht's raus, okay. Genau, von da kamen wir. Hier war ja die U-Bahn-Station irgendwo. Oder? Nee. Wo war denn die U-Bahn? Wir haben doch das Haus von da so gesehen, oder? Muss ja nicht um für die U-Bahn gewesen sein? Ach hier. Ah, okay. Nee, hä? Ach, hier. Ah, okay. Ja gut, okay. Gut, dann fahren wir den Weg mal hier lang. Gucken, wo wir hier lang kommen. Ach so, ja, zum Spawn. Das war intelligent, Ronny. Das war ja sowas von intelligent. Gut, dann folgen wir den Weg einfach mal hier so lang. Okay. Mein Test. Guck mal, klar auf dein Leben. Danke. Was hat mein Test nur mit der Map? Ist die echt so alt, dass hier so viele Sachen neu, also ersetzt werden müssen? Hallo? Da. Sieht normal aus. Sieht alles gut aus. Ist halt schon krass geil hier alles, ne? Hallo? Wohnt hier jemand? Schade. Ah, guck mal, wir haben den Turm wieder gefunden. So, Turm auf Babylon.
Ist es der? Doch, müsste der sein, ne? Zumindest sieht er verdammt ähnlich aus. Ja, das ist der. Das ist der. Nice. Können wir jetzt hier nochmal unsere Flugstunde in Angriff nehmen, ne? Den Turm der 1000 Etagen. Oder so ähnlich. Boah, schon krass. Ja, gut. Das war jetzt so nicht geplant. Genau, hier haben wir letztens nicht so ganz überlebt. Was ich aber gerne machen würde, ist hier einmal komplett von oben nach, von ganz oben nach ganz unten. Das muss ja so schwanzgroß sein. Holy moly! Holy moly! Ich habe Angst. Oh mein Gott. Wie wir sterben, wir hart sterben. Oh, warte. Ja. Wir sind hart gestorben. Mal wieder. Alter, bis 1400 in den Minusbereich. Also insgesamt. Ja, 2000 Blöcke. Das ist schon. Oh, ah. Weil er gerade mit dem Nachladen nicht hinterherkam, sind wir nicht gestorben. Yay. So, wir waren jetzt bisher immer bei Plus Plus unterwegs. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach Minus Minus. Das wäre also ungefähr so nicht da, sondern ungefähr so nicht da. Auch nicht da. Nee, sondern eher so da. Genau. Gucken wir mal, was in die Richtung liegt. Ob überhaupt irgendwas liegt. Geronimo, Geronimo, Geronimo. Ja, hier sieht man jetzt ganz krass, wie trist die Welt eigentlich war unter meinem Test 4.10. Oder allgemein so meine Testversionen aus der Zeit. Wobei das Gras ist schon neu. Warum ist hier Gras? Warum ist hier Stroh? Normalerweise ist doch so hier. Gras gab es doch damals noch gar nicht. Tja, in die Richtung gibt es hier scheinbar gar nichts, oder? Nö, die Richtung gibt es gar nichts. Okay, gehen wir wieder zurück. Doink. Yay. Doink. Yay. Doink. Yay. Ach so, ja, hier ist wieder dieser Tennisplatz und es wird schon wieder dunkel. So, dann gehen wir mal hier hinten weiter. So, wie sieht es denn hier aus? Oh, so eine Schlängelwege sind halt auch geil, ne? Was man hier mal natürlich machen könnte, wäre so ein Server aufmachen mit der Map und dann so ein Wettrennen machen. Ne, so diesen Weg lang laufen, wer wie schnell ist schon nicht schlecht. Tennisplatz Südeingang, Karsthafen Weltenrennen. Hier waren wir doch schon, oder? Ach ja, wir können jetzt auch schon wieder in den Plus-Plus-Bereich. Ah, okay. Okay. Was ist hier? Achso, plus Kies. So, wir waren ja vorhin, waren wir ja bei da. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier zum Weltenrennen. Was auch immer das ist. Ach so, hier waren wir doch auch letztens schon. Ich könnte halt so Wege so endlos lange ablaufen. Durchgang zum Osttrib. Osttrib. Was?
Osttribünen. Was für Osttribünen? Yay. Okay. Metrolinie U1 schon wieder. So, jetzt kommen wir wieder in den größeren X-Bereich. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Schnieke. Mein Test. Hallo. Hey, mein Test. Was ist los mit dir? Du bist ja so träge heute. Stunde mit dir. Ah, na geht doch. Wow. Wobei, bei dem Turm waren wir doch vorhin schon, oder? Warum? Mal überlegen hier. Genau. Das da sieht halt krass geil aus. Kommt man da hoch? Obsidian Weg, na klaro. Oh, Alter. Holy shit, holy shit, holy shit. Die Frage ist, wie hoch geht das jetzt noch? Verbringe ich jetzt noch die nächsten 3 Stunden, mich damit im Kreis zu drehen, oder eher nicht so? Auf jeden Fall die Wolkendecke haben wir schon übersprungen, ne? Ja, genau. Die haben wir schon hinter uns gelassen. Wolkendecke beginnt ja bei 128, ne? Oh, Nanu, was ist denn da los? Yay! Ja, ist die Zent lang. Ist sogar höher als der andere Turm mit 650 oder sowas. Da sind wir jetzt schon längst drüber. Wobei ich mir bei solchen Gebäuden die Frage stelle, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, es ist ja in dem Moment auch fast schon ein bisschen eintönig. Wenn du jetzt hier wirklich hochläufst und dann so nach 20 Stunden dann irgendwann mal oben ankommst, genauso wie der Turm, der sieht dann auch schon fast ein bisschen eintönig aus, ne? Also im Vergleich zu den Städten, wo ja wirklich die Häuser so schön pompös sind, ist das jetzt hier. Hätte man so auf die Höhe von 200 vielleicht lassen sollen. Ja, jetzt so unbedingt so 1200 sind definitiv 1000 zu viel. Es geht ja noch weiter. Es hört ja hier nicht auf. Es hört nicht auf. Ich bin auch schon fast. Wie fast denn bitte schön noch? Kann sich nur noch um Stunden handeln. Also hier runter springen. Kommt da jetzt noch was oder bin ich hier gerade in einer virtuellen Endlosschleife gefangen? Ich meine, spätestens bei 30.000 hört es auf, weil weiter geht's bei meinem Test nicht, aber ich hoffe mal nicht, dass das Ding jetzt so groß ist. Also lieber Solarenz, das Ding hast du ein bisschen übertrieben. Ne? Weißt du selber, merkst du selber. Ne? Das Ding hier,
Der andere Turm ist schon vorbei, ne? Der andere Turm ist nicht mehr sichtbar. Der weiße, oder? Ne, der andere Turm ist weg. Der hat schon aufgehört. Der hat schon aufgegeben. Gibt's eigentlich hier drin irgendwas? Nee, ne? Nee. Komplett massiv. Also, wenn das Ding komplett massiv ist, ist das Ding auch definitiv. Also, ist sowieso mit World Edit hochgezogen. Kannst du mir erzählen, was du willst. Aber, wie gesagt, ein bisschen übertrieben. Wir sind jetzt schon bei 30, bei 3000, also bei 10% von dem, was überhaupt geht. Das ist also. Ein bisschen sehr hart. Wenn es so weitergeht, glaube ich mittlerweile fast alleine dieser Turm hier sind von den 5 GB, die Map große, also die entpackte Map ist ja 10 GB groß. Von diesen 10 GB braucht dieser Turm garantiert selber schon 3 GB. Einfach, weil er bis zum Limit geht. Machen wir mal andersrum. Teleport. Wo sind wir? 1700. Hallo? Da. Erde an. Ach, da. Falsche Taste gedrückt. So, machen wir mal 10.000 und dann 130. Ja, na, war doch klar. Was hätte ich doch anderes erwartet? Ah, okay. Es nimmt also doch irgendwann ein Ende. Ich dachte schon. Ich ging jetzt gerade fast schon davon aus, dass das Ding wirklich bis 30.000 geht. Wir fallen. Nein. Okay, gut, wir sind so schneller. Okay, dann hat er wirklich kurz nach 10.000 aufgehört. Also wirklich einfach aufgehört. Hier ist ja gar nichts. Endet ja einfach. Okay, also der Turm hier ist ernüchternd. Der ist sogar so ernüchternd, dass ich einfach direkt springe. Ich will nicht mehr leben. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch alle sterben. Ja. Alleine das Runterfallen dauert jetzt natürlich ewig. Wobei das auch natürlich eine Frage des Gecached-Seins ist, ne? Wir können mal ein bisschen experimentieren hier. Wenn wir sowieso schon gerade hier so apostrophisch weit hoch sind. Wir machen mal. Wir gehen mal nochmal so zu 10.000. Ne? Da war ja noch der Turm. So. Yay. Wie man so an Fahrt aufnehmen kann, ne? Ist schon krass. Kann nicht mal in Ruhe runterfallen, weil das Ding so scheiße hoch ist. Ich meine, gut, wenn du ein paar Mal runterfällt, also dich immer wieder nach oben teleportierst, dann behält das ja irgendwo im Arbeitsspeicher. Dann kannst du, wenn du irgendwann mal das gesamte Ding abfährst, auch mit einem Mal runterspringen, ohne dass er nachladen muss. Aber da musst du schon ein paar Mal springen, damit das passiert. Ja, dann würde ich mal sagen, wir belassen es an der Stelle auch mit der Map. Man sieht auf jeden Fall, die Map ist schon scheiße groß. Ne, wenn ich da auch mal ein bisschen austoben möchte auf der Map und so auf den Wegen lang rennen möchte. Ich habe ja die Forenbeiträge gezeigt, wo man die Map betrachten, downloaden kann und whatever. Von daher. Was? Wie soll ich?
Achso, alles gut. Ich bin gerade dumm. Let's fall. Speed. Speed. Speed, 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 speed. Einfach viel zu schnell. Genau, da soll es das mit der Map erstmal gewesen sein. Sind jetzt doch immerhin 3 Folgen geworden. Morgen werde ich dann ja erstmal Livestream aufnehmen, was für euch bereits kam. Weil die erste Folge hiervon kommt ja am Montag, also nach dem Livestream. Die Wolkendecke. Das alles, was ich wollte. Krass. So, können wir jetzt einmal komplett runterfallen. Den gesamten Berg hinunter. Scheiße. Okay. Der ist einfach so lange gefallen, dass das schon wieder angefangen hat, die ersten Sachen zu entladen. Okay, also einmal konstant runterfallen geht gar nicht. Also zumindest nicht so einfach. Gut, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal wieder zum Spawn irgendwie so. Irgendwie, keine Ahnung, so ungefähr so, so, so. Und dann soll es das mit der Map gewesen sein. Sehr schnieke, sehr krass, sehr geil. Außer jetzt zuletzt der Turm, der war eher ziemlich lang. Aber ansonsten ist die Map halt ultra nice. Hütchen. Dann würde ich mal sagen, warum braucht ihr eigentlich immer so lange zum Runterfahren hier? Ja, wie gesagt, morgen machen wir ja, also ich mache morgen erstmal Livestream, für euch kam der ja schon. Und ansonsten sind dann die nächsten Folgen, ich weiß noch nicht, ob die nächsten Folgen direkt für euch ab morgen beginnen oder ob ich erst bis zur nächsten Woche warte. Muss ich gucken. Weil wir haben ja hier noch ein paar andere Maps. Na, das war jetzt gerade die hier. Und dann können wir jetzt zum Beispiel in den nächsten 3 Folgen den Tech Age Survival Server besuchen. Muss ich mal gucken. Das muss ich echt mal gucken. Kamera an. Ja. Genau. Dann würde ich mal sagen, sieht man sich dann irgendwann mal wieder, wenn es denn dann heißt. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Auf jeden Fall wieder Karsthafen. Ich weiß nicht, warum es in Richtung Minus, Minus dann, ob ich da einfach nur nicht lange genug geflogen bin oder ob die Map sich wirklich nur in Richtung Plus, Plus erstreckt. Weil ich meine, die Map ist 10 GB groß. Also das sollte schon noch ein ganzes Stück weit gehen. Ja, bis dann.